Sie haben sein Leben zerstört, haben ihn seiner Mutter weggenommen und ins Heim gesteckt. Die Schweizer Behörden. Mit 6 Jahren kam Walter Emmisberger zu Pflegeeltern, einem Pfarrersehepaar, das ihn schwer misshandelte. Der Pfarrer hat mich halt viel an den Ohren gezogen, an den Haaren und geschlagen. Und in den Keller gesperrt oder in die Besenkammer. Emmisberger ist schwer traumatisiert, kann bis heute kaum eine Kirche betreten. Der Hausmeister hat ein kleines Museum im Keller des Gemeindehauses seines Wohnortes Veraltorf eingerichtet. Hier wird das Leben spürbar, zu das ihn der Schweizer Staat verurteilt hatte. Der 64-Jährige und seine Mutter gehörten zu den rund 60.000 Menschen, die bis 1981 in der Schweiz von den Kantonsbehörden administrativ versorgt wurden, weil sie nicht der Norm entsprachen. Sie wurden in Gefängnisse wie dieses gebracht. Hier wurde Emmisberger 1957 geboren. Ich vermute, dass meine Mutter administrativ versorgt wurde, weil sie ein uneheliches Kind erwartete. Oder? Das war damals, hat man das so gemacht, dass man solche Mütter weggesperrt hat, weil das passte nicht in die Gesellschaft von der Schweiz damals. Unter dem Vorwand, sie seien liederlich, trunksüchtig oder arbeitsscheu, wurden sie ins Gefängnis, in sogenannte Pflegefamilien oder in die Psychiatrie gebracht. Dort sollten sie umerzogen werden, mit Maßnahmen, die ihre komplette Entrechtung und Ausgrenzung zur Folge hatten. Historiker wie Urs Germann bestätigen, dass es sich nicht um Straftäter handelte. Er hat im Auftrag der Schweizer Regierung für eine unabhängige Untersuchungskommission geforscht. Bei den administrativ Versorgten ging es in der Regel nicht um Straftaten, sondern einfach nur um eine Lebensweise, die nicht den gesellschaftlichen Normen entsprach. Schicksale wie das von Walter Emmisberger werfen einen Schatten auf die Schweizer Geschichte. In rund 650 Gefängnissen und anderen Anstalten in der Schweiz wurden Kinder und junge Erwachsene eingesperrt, ausgebeutet und vielfach schwer misshandelt. Auch Emmisberger wurde hier im Haus seiner Pflegeeltern stundenlang eingesperrt. Er musste putzen, im Garten arbeiten und auf dem Feld. Er konnte uns nicht an den Tatort begleiten. Ein Versuch endete vor ein paar Jahren in einer Panikattacke. Das war so komisch. Und ich habe mich da verkrochen in einem Busch wie ein Tier. Also, ich habe wirklich geglaubt, jetzt ist es vorbei. Mit 11 Jahren bringen ihn die Pfarrleute in die psychiatrische Klinik Münsterlingen. Dort erreicht das Martyrium des Jungen eine neue Stufe. Am idyllischen Bodensee testet der Klinikchef in den 60er, 70er Jahren an ihm Psychopharmaka. Also was ich weiß, ist einfach, dass es mir viel übel war, schlecht und also hundsmiserabel ging. Dass ich auch plötzlich immer wieder so ein wie ein Anfall bekam. So. Das Tufranil scheint der Knabe nicht gut zu ertragen. Und wir glauben, dass die unangenehmen Erscheinungen, die er zeigt, Nebenwirkungen dieser Medikation sind. Ja, da bekam ich ein Schaudern und frage mich, wieso hat man das gemacht? Oder? Die administrativ versorgten Schweizer hatten keine Chance, dem System zu entkommen, das sie entrechtet hatte. Deshalb kämpft Walter Emmisberger nun öffentlich um Rehabilitation. 25.000 Franken hat er aus einem Entschädigungsfonds der Schweiz bekommen. Der mitverantwortliche Kanton Thurgau aber schreibt, eine Entschädigung gibt's nicht. Es seien Medikamententests durchgeführt worden, aber mangels weiterer Studien lasse sich das Ausmaß noch nicht abschätzen. Walter Emmisberger findet diese Hinhaltetaktik unerträglich. Zehntausende Menschen seien vom Schweizer Staat entrechtet worden. Ihre Qual dürfe nicht vergessen werden. Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass so etwas nie mehr passiert. Und auch, dass das in die Geschichtsbücher kommt, das ganze dunkle Kapitel da von der Schweiz.